Aber jetzt kommt man halt mit tausenden Fachwörtern um die Ecke und das werden immer mehr. Also hier, da komme ich noch mit klar. Und dann lese ich das. Ich kann damit gar nichts anfangen, ohne Scheiß. Warum ist da nicht eine Infobox dabei und dann erklärt das Ding, was damit gemeint ist? Servus, hi, euer Peter aus dem, wie heißt es, Nachbearbeitungsding? Post-Production. Ja, genau, aus dem Schneidezentrum. Ja, ihr habt das Video gerade gesehen oder den Ausschnitt. Ich habe ja so ein Open BIM Video gemacht, wo ich ein paar Sachen loswerden musste über Open BIM. Kein Problem. Und auch hier habe ich mir wieder gedacht, ich kann jetzt entweder weiterjammern oder ich recherchiere und kläre auf. Aber jetzt möchte ich die Antwort genau zu dieser Sache geben und habe da was vorbereitet. Nach dem Intro geht's los. Ciao, servus, bis gleich. Also wir müssen uns vorstellen, wir hätten in Alpern einen 3D-Apfel erzeugt und den möchten wir exportieren. Exportieren ist sozusagen, wir erstellen aus Alpern ein neues Format, das von anderen Programmen eingelesen werden kann. Und da bietet sich natürlich das IFC-Format an, das ein offenes, neutrales Dateiformat ist für das Austauschen von BIM-Daten. Ja, und wenn man diese IFC-Daten exportieren möchte, dann ploppt eine Palette auf und dort kann man geometrische Sachen einstellen, wie die IFC-Datei denn das Modell bearbeiten sollte. Und genau um das geht's und das zeige ich jetzt erstmal auf dem nächsten Bild. So sieht das dann aus. Hier haben wir diese Palette und dort haben wir jegliche Einstellungen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele vielleicht einzelne Begriffe davon schon mal gehört haben, aber sie nicht erklären könnten, wenn man sie fragen würde. Zumindest nur so Bruchstücke. Ja, da wird irgendwas von B-Rap gesprochen und dann noch ganz komische Sachen, ne? Und wir gehen jetzt einfach Step by Step alles durch und dann wird einiges klarer. Und wir nehmen uns schön diesen Apfel raus und erklären das Ganze anhand dieses Apfels. Dann haben wir eine visuelle Vorstellung davon. Okay, los geht's. Also wir achten jetzt mal auf den Apfel, wie er sich gerade verwandelt. Und ihr seht schon, also natürlich nicht diesen Schnitt, diesen Einschnitt in den Apfel, aber die Oberfläche betrachten wir uns mal. Und die Oberfläche. Oberfläche. Die Oberfläche besteht aus mehreren Punkten, die mit Kanten verbunden werden. Und diese Kanten begrenzen sozusagen das Objekt und erstellen eine Fläche. Und diese Fläche werden miteinander verknüpft und daraus entsteht dieses B-Rap-Modell. B-Rap steht für Boundary Representation. vielen Dank. Und das heißt so viel wie Begrenzungsdarstellung oder Repräsentation, sage ich jetzt einfach mal. Und so ist es auch. Durch diese Kanten und Punkte wird sozusagen die Fläche begrenzt oder das Objekt und dadurch wird ein Körper erstellt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, extrudiert und nicht extrudiert auszuwählen. Und im Endeffekt erkläre ich das immer so wie 3D und 2,5D. In 3D wird einfach der Körper dann aufgefüllt mit Masse und in 2,5D werden einfach die Flächen aneinander geklebt und innen ist das Ding hohl. Wenn man jetzt die erste Variante ankreuzt, also extrudierte und B-Rap-Geometrie, dann hat man die Möglichkeit, Freiform-Geometrie-Unterstützung anzuhaken. Und das kennt das Fachjargon auch unter NURBS. Dieses Wort kannte ich wieder. Das habe ich in Cinema 4D schon öfters gelesen und auch verwendet. NURBS sind sozusagen mathematische geschwungene Oberflächen. So könnte man vielleicht ein bisschen sagen. Ja, da wird alles ein bisschen, also jede Kurve wird aus der Oberfläche mathematisch berechnet. Und dadurch ist das Design noch viel detaillierter und schöner, wenn eine Rundung mit vorhanden ist. Okay? Also auch das können wir hier abhaken. Vorausgesetzt, das Empfängersystem, also die andere Software, kann NURBS überhaupt verarbeiten. Ansonsten bringt diese Einstellung gar nichts. Jetzt müssen wir uns zurückerinnern an die Zeit von der Grundschule,
Alle konnten Flöten spielen, bloß ich nicht. Ich musste dann die Triangel bedienen. Und was sagt uns die Triangel? Die Zahl 3. Und deswegen können wir uns vielleicht denken, was triangulierte Geometrie bedeuten soll. Triangulierte heißt sozusagen, das Objekt wird in Dreiecken aufgeteilt und tessellierte Geometrie in Kacheln. Eines der beiden Sachen ist dann immer möglich, also so wird es dann aufgespalten und wir haben hier auch wieder weitere Optionen. Mit der Dreieckszerlegung zwingen wir natürlich das Objekt, alles in Dreiecke aufzuspalten. Und mit der polygonalen Flächentessellierung unterteilen wir das Ganze in Kacheln, wie wir es anhand des Apfels jetzt sehen. Oftmals wird dieses Objekt dann auch für Präsentationen oder Animationen genutzt, also gar nicht für die Kollaboration oder ja, zum Vergleich, Modellvergleich. Dann ist es vielleicht nützlich, die Option anzuhaken, maximale Präzision beim Polygonisieren verwenden. Damit wird die maximale Auflösung einfach herausgeholt, aber die Datenmengen steigen natürlich damit. Ja, und als guter Letzt können wir die Mengendaten übergeben, auch als Base Quantities bekannt. Und die geben einfach die Maße und Werte des Objektes wieder. Und da können wir einfach die Nachkommastellen mit dran geben. Wenn wir jetzt so ein klassisches Beispiel haben, standardmäßig ist ja Altplan in Meterangaben eingestellt und ihr habt eine 36,5er Wand, dann gebt ihr die ja in 0,365 an. Also bräuchtet ihr 3 Nachkommastellen, um diese mit dran zu heften am Objekt. Ja, und wenn dir das jetzt irgendwie geholfen hat, IFC besser zu verstehen bzw. IFC-Exporte, dann like doch bitte dieses Video und teile es mit deinen Kollegen. Denn das wird mir auf jeden Fall helfen zu sehen, ob denn so eine Aufklärungsarbeit hilfreich sein kann oder nicht und ob sich meine Arbeit dadurch ja, bezahlt macht. Jetzt kommt noch die Endcard, wenn ihr ein weiteres Video anschauen wollt. Und ansonsten könnt ihr auch den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Servus, ciao, euer Peter.